Der nächste Vortrag von Thomas Bleier hat zwar auch einen englischen Titel, er wird aber auf Deutsch vortragen. Systematic Linux Server Hardening 1x1. So, das passt perfekt. Hört man mich? Gut. Ja, herzlich willkommen. Guten Morgen, eigentlich ist er noch von meiner Seite. Ja, wie gesagt, mein Vortrag, der englische Titel ist ein kürzer, zum Thema Systematik Linux Server Hardening 1x1, so ein bisschen Basis, Basisinformation, wie sichere ich Linux Server ab, ohne sozusagen jetzt von der anderen Seite kommen, nicht einfach die Liste der Pakete durchschauen, die irgendwas mit Security zu tun haben und die alle einmal installieren, sondern von der anderen Seite her sich zu überlegen, wie arbeitet ein Angreifer, was sind die Angriffsmuster, gegen die ich mich schützen muss und was kann ich jetzt dagegen tun. Muss vorweg dazu sagen, das Ganze ist jetzt sozusagen eine komprimierte Zusammenfassung oder Übersicht des Vortrags oder des Workshops. Es wird bei der Schwesterveranstaltung bei den Linux-Wochen Wien das Ganze als 2,5 Stunden Live-Workshop geben mit PCs, wo man das in der Praxis ausprobieren kann. Also falls wer auf den Geschmack kommt, dann ist er herzlich eingeladen. Ich habe jetzt versucht, das Ganze auf 1/2 Stunde sozusagen zusammenzufassen und die trotzdem eine interessante Basis zu liefern. Ich werde mal sehen, wie gut es mir gelingt. Ja. Also, ich frage, ob wir das in Zukunft vielleicht auch haben. Gerne, ja, also wie gesagt. Ja. Kein Problem. Ja, kurz vielleicht noch zu meiner Person. Mein Name ist Thomas Bleier. Ich bin derzeit noch am AIT Austrian Institute of Technology beschäftigt, Kollege von Markus Tauber. Wer aber demnächst bei der T-Systems für Security Management zuständig sein bin, also habe beim AIT eben ein Sicherheitsforschungsteam aufgebaut die letzten paar Jahre. Bin aber ansonsten auch seit ungefähr 20 Jahren im Bereich IT-Security als Consultant tätig, bin ISO 27000 Auditor und aus der Ecke heraus sozusagen auch der Versuch, das ein bisschen zusammenzufassen, die Theorie. Wir beschäftigen uns am IT sehr stark mit dem Thema Security by Design, wie kann ich sichere Systeme entwickeln aus der Theorie heraus und wie gesagt, die Praxiserfahrung aus der Arbeit in kleineren Linux-Umgebungen habe ich versucht, in dem Vortrag jetzt ein bisschen zusammenzufassen. Damit gleich in medias res. Worüber werde ich die nächste 1/2 Stunde ungefähr sprechen? Zuerst kurz eine Einleitung oder Zusammenfassung, wie arbeitet ein Angreifer? Also wie gehe ich vor, wenn ich ein System angreifen will? Welche Schritte gibt es da? Und was mache ich dabei sozusagen? Weil das aus meiner Sicht wichtig ist dann für die Verteidigung, weil dagegen muss ich arbeiten. Dann ein bisschen eben die Theorie, Security by Design Prinzipien auf einer generellen Ebene. Dann ein Aspekt, der mir sehr wichtig ist, sozusagen diese Unterscheidung zwischen Prevention, Detection und Reaction. Sehr oft, wenn man auch in der Praxis Security-Systeme sieht, dann verlassen sich die sehr stark auf die Prevention. Ja, man installiert so klassisch eine Firewall und damit ist das System sicher und der Linux-Rechner rennt dann, oder egal was ferner, ja, rennt dann 20 Jahre vor sich hin, ohne dass sich den jemand anschaut. Darauf möchte ich da dann eingehen und dann eben praktische Beispiele und Tools unter Linux, wie ich diese Maßnahmen umsetzen kann. Wie gesagt, da werde ich jetzt im Vortrag halt das nur streifen und erwähnen und dann in einem Workshop im Detail darauf eingehen. Zur Problemstellung, wie arbeitet ein Angreifer? Klassische Szenarien heute, wie man Systeme penetriert, sowohl als Penetrationstester, aber wie wir dann aus Analysen, aus forensischen Analysen wissen, auch Angreifer gehen prinzipiell genauso vor. Es beginnt einmal damit Intelligence Gathering, also Sammeln von Informationen über das Angriffsziel, über den Host, über das System, über das Netzwerk, das ich angreifen will. Das ist zum einen, beginnt man mal passiv, das heißt, ich schaue einfach auf Google, was finde ich über das System, welche Dienste laufen dort drauf, so kann ich sozusagen, wenn ich zum Beispiel Google-Suchergebnisse finde und dort in den Cache reinschaue, kann ich schon feststellen, was für Version von einem Webserver, was für Version von irgendwelchen Web-Applikationen und so weiter läuft auf dem System, ohne dass ich noch eine einzige TCP-Verbindung mit dem System aufgebaut habe. Genauso Whois-Einträge, Forenbeiträge, ja, wenn ich irgendwie feststelle über die Website, wer ist der Administrator von dem Server und der hat irgendeine, keine Ahnung, irgendeine Web-Applikation, ein WordPress installiert und irgendein System und dann google ich ein bisschen nach dem und finde in 23 Foren, dass ich der nach spezifischen Einstellungen für WordPress oder für Plugins oder sonst was erkundige, dann ist das schon ein Hinweis für mich als Angreifer, dass der wahrscheinlich das in der oder einer ähnlichen Konfiguration darauf installiert hat. Also darauf sozusagen kann man mal erste Analysen basieren.
Dann der nächste Punkt ist natürlich aktives Information Gathering. Ich mache einen Board-Scan von dem System. Ich schaue mir an, welche Services laufen drauf, also Banner-Grabbing, die einzelnen Dienste, Versionen, Patch-Levels und so weiter, Fingerprinting. Und so kann ich ein Bild von dem System erzeugen, um einmal sozusagen ohne, wenn ich das jetzt als Penetrationstester sehe, ohne überhaupt noch irgendwie aktiv in das System einzugreifen, schon eine Menge an Informationen über das System zu kriegen. Der nächste Schritt, basierend auf diesen Informationen, ist dann eine Analyse der Schwachstellen. Das heißt, ich überlege mir, welche Funktionalitäten bietet das System, weil auch ein Angreifer nützt die Funktionalitäten aus, halt typischerweise in einer anderen Art und Weise, als der Betreiber des Systems sich das denkt. Aber trotzdem sind es Funktionalitäten, Services, Applikationen, Anwendungen, Dienste, die auf dem System installiert sind. Wie sind die konfiguriert? Gibt es da Schwachstellen in der Konfiguration? Also auch wenn man sich Meldungen anschaut, in den Medien und so weiter, nicht, wenn irgendwie Hacks bekannt werden, wenn man dann ein bisschen dahinter steigt, dann ist es ja oft so, dass, sehr, und wir sehen das auch in den Audits, dass sehr viele schlecht konfigurierte Systeme nicht das Problem haben, dass die irgendwelche obskuren Schwachstellen mit, wo man Buffer-Overflows und weiß ich nicht, was alles ausnützen muss, das Problem sind, sondern dass einfach sehr banale Konfigurationseinstellungen falsch gemacht oder halt unsicher gemacht wurden und man dadurch einfach auf das System draufkommt. Relativ einfach, ohne dass man jetzt komplexe Schwachstellen ausnutzen muss. Und natürlich auch Softwareversionen, ja, also alle etwas weiter verbreiteten Softwareprodukte, für die gibt es halt in den Datenbanken dann, in den Schwachstellen-Datenbanken Listen von Softwareversionen, die bekannte Schwachstellen aufweisen, bis hin zu Exploits, mit denen man diese Schwachstellen dann relativ einfach ausnutzen kann. Das ist einmal der zweite Schritt, sich zu überlegen, sozusagen, wo gibt es Schwachstellen, die ich ausnutzen könnte, und im nächsten Schritt geht es dann darum, diese Schwachstellen auch wirklich auszunutzen. Also eben, wie gesagt, Exploits irgendwo finden oder selber entwickeln und dann ausnutzen, um in das System einzudringen. Damit ist es aber noch lange nicht vorbei. Der nächste Schritt ist dann, wenn ich einmal über einen ersten Exploit, einen ersten Schritt in das System gesetzt habe, dann geht es natürlich weiter. Dann schaue ich mich im System um und versuche weitere Informationen zu finden. Eben mehr Informationen, als ich von außen sehen kann. Zum Beispiel Konfigurationsdateien, die typischerweise ich auch lesen kann, wenn ich noch gar keine privilegierten Rechte habe auf dem System. Oder interne Services auf dem System, die laufen, die von außen nicht erreichbar sind, durch eine Firewall geschützt sind, aber von Localhost zum Beispiel erreichbar sind. Dann kann ich sie in einer zweiten Welle auch wiederum für Angriffe nutzen. Passwort-Hashes, die ich mal runterkopieren kann und dann offline versuchen kann zu knacken, solche Dinge. Also einfach Informationen weiter zu sammeln, die ich halt nur kriege, wenn ich einmal auf dem System drauf bin. Weil dann der nächste Schritt ist Privilege Escalation typischerweise, oder oft ist es halt so, dass man mit einem ersten Angriff nicht direkt auf ein hochprivilegiertes Service kommt, sondern halt irgendwo eine Web-Applikation und dann in irgendeinem Jail gefangen ist oder so weit, sowas. Und dann geht es darum, sozusagen die Rechte auszuweiten und über wiederum fehlerhafte Konfigurationen, Schwachstellen in lokaler Software, Local Root Exploits, irgendwelche solchen Dinge, die Rechte auszuweiten und höhere Rechte auf dem System zu bekommen. Der nächste Schritt, der typischerweise dann stattfindet, ist die Persistence. Das heißt, ein Angreifer, der einmal in das System eingedrungen ist, möchte gerne drauf bleiben, weil typischerweise hat er das ja mit einer Absicht verfolgt, welche immer die jetzt dann ist, und möchte nicht beim nächsten Reboot dann wieder von vorne anfangen müssen. Das heißt, man ändert Konfigurationen, um eben wieder auf das System draufzukommen, Installation von Backdoors, solche Dinge, Anlegen von neuen Usern, Ändern von Passwörtern, was auch immer. Weil dann geht es schon langsam in Richtung des endgültigen Ziels. Dazwischen ist noch ein Punkt Hiding, also zumindest etwas ausgefeiltere Angreifer versuchen dann natürlich auch ihre Aktivitäten zu verstecken und nicht gleich beim erstbesten Audit des Systems erkannt zu werden. Das heißt, in den Logfiles die Einträge zu manipulieren und die Aktivitäten rauszulöschen oder über Rootkits oder ähnliche Technologien die Existenz der Schadsoftware im System zu verstecken. In größeren Systemen, wenn es nicht nur um einen einzelnen Server geht, ist dann auch ein Schritt Lateral Movement. Das heißt, ich wandere von einem System auf das andere innerhalb des Netzwerks. Aber im Endeffekt geht es meistens dann darum, also am Schluss sozusagen die Payload oder das eigentliche Ziel auszuführen. Und das kann eben jetzt ganz verschieden sein, Ausführen von Schadfunktionen, wenn es ein Webserver ist, also so wie, weiß ich nicht, meine Homepage oder so, die wird jetzt vielleicht nicht so ein großes Ziel sein für jemanden, der jetzt exakt diesen Server will, aber wie halt alle anderen Webserver im Internet auch, ist es ein Server, der im Internet steht mit einer halbwegs vernünftigen Bandbreite, den ich für Spam-Versand, für Denial-of-Service-Attacken, als Jump-Host für weitere Angriffe nutzen kann. Also sozusagen die Möglichkeiten sind da relativ unbegrenzt.
Und das heißt, das ist dann der letzte Schritt, um das zu tun. Oder wenn es wirklich um diesen einen Rechner ging, weil das halt eine Firma ist, die mich interessiert oder warum auch immer, dann das Stellen von Informationen, Abgreifen von Daten, Manipulieren von Daten, bis hin zu Vorbereiten von weiteren Aktivitäten. Da gab es eine ganz interessante Kampagne in den letzten Monaten, wo Hacker Server mit klassischen PHP-Applikationen und solchen Dingen angegriffen haben, eben so vorgegangen sind, die Server manipuliert haben, dort eingedrungen sind, die Applikationen, die dort drauf gelaufen sind, manipuliert haben, indem sie die Verbindung zur Datenbank verschlüsselt haben. Das heißt, so klassische PHP-Applikationen haben wir vorher mit der Xen Booster, nicht? Framework, die haben die Server gekapert, haben die PHP-Applikation manipuliert, sodass alle Daten, die in die Datenbank geschrieben werden, verschlüsselt in die Datenbank geschrieben werden. Aber das System läuft, die Verschlüsselung ist transparent, er holt sie beim Booten sein Key von irgendeinem Server im Internet, das System läuft über Monate hinweg weiter, ohne dass irgendwer was merkt, wenn man eben entsprechend nicht auditiert, kommt man nicht drauf. Und dann läuft das mal 6 Monate und nach 6 Monaten kriegt der Betreiber einen Anruf oder eine E-Mail oder sonst irgendeinen Kontakt und sagt, wenn dir deine Daten was wert sind, dann hätten wir deine Kontonummer und da würdest du bitte ein bisschen was überweisen, weil sonst ist der Schlüssel weg und du hast keinen Zugriff mehr auf deine Daten. Was aus meiner Sicht eine ganz perfide Geschichte ist, weil da nützen ihnen auch die typischen Ratschläge, ich brauche Backups nichts, weil mein Backup genauso verschlüsselt ist. Und ein 6 Monate altes Backup in einem aktiven System, das halt täglich benutzt wird, meistens nicht mehr viel wert ist. Also soweit sozusagen zur Motivation oder zur Einleitung. Grundsätzlich, ein paar grundsätzliche Bemerkungen noch zum Thema Sicherheit und Risiko. Weil, wenn man sich eben über Sicherheit Gedanken macht, gibt es da verschiedene Ansätze, ich habe es eh schon vorher gesagt, sozusagen der eine Ansatz ist natürlich der, ich mache mal eine Abkehrschlist und dann alle Pakete, wo irgendwas mit Security drinsteht, installieren wir mal. Aber generell ist es ja so, Sicherheit ist relativ. Ja? Das heißt, ein System ist immer nur, oder die Sicherheit eines Systems kann man immer nur bewerten im Vergleich zu den Nachbarn, zu den Peers. Wenn ich einen Server habe, der in irgendeinem Provider steht, ja, und jemand hat es nicht gezielt auf diesen Server abgesehen, dann, wie gesagt, dann geht es wirklich um meinen Server, aber wenn es jetzt um solche Attacken geht, wie ich suche mir jetzt Server, die ich erpressen kann, dann ist es eigentlich nicht wichtig, wie sicher mein Server absolut gesehen ist, sondern nur, wie sicher er ist im Vergleich zu allen anderen, die halt IP-adressenmäßig oder sonst wie neben mir sind, weil der Angreifer sucht sich typischerweise die Schwächeren und dort, wo er länger Zeit investieren muss, dort wird er es einmal lassen, zumindest im ersten Schritt. Das heißt, man muss sich darüber Gedanken machen, sozusagen, in welcher Umgebung bewege ich mich, wie sicher sind meine Peers. Genauso, wenn ich als Firma jetzt agiere, sozusagen, wenn ich jetzt burgenländisches KMU bin, um bei der gestrigen Diskussion zu bleiben, dann ist mein Sicherheitsniveau im Vergleich zu meinen anderen Peers halt auch relevant. Und genauso, wenn ich irgendeine Geheimdienstorganisation bin. Ja? Also sozusagen dementsprechend muss ich auch den Aufwand in die Absicherung meiner Systeme stecken. Und das Entscheidende bei dieser relativen Sicherheit ist, dass die Breite und die Tiefe meiner Sicherheitsmaßnahmen entscheidend sind und nicht der höchste Punkt. Ja? Also es bringt mir jetzt nichts, ein System, oder eine, wenn wir jetzt wieder beim Server bleiben, eine Applikation, ich sichere meinem Apache mit allen Möglichkeiten und allen Features, die es so gibt im Internet ab, aber der SSH-Zugang und Postfix und alles ist außer Acht gelassen, ja, weil ich bin halt ein Apache-Fan und darum kümmere ich mich und alles andere interessiert mich nicht. Entscheidend ist eben, dass ich relativ hohes Sicherheitsniveau habe, weil der Angreifer sucht sich den tiefsten Punkt. Das habe ich versucht eben mit dieser Grafik darzustellen. Ja. Also die Höhe da dieser Balken bringt überhaupt nichts entscheidend für den, wie halt im physischen Leben auch, ja, ist die tiefste Stelle dieser Mauer, weil dort kann ich drüber stehen. Der zweite Punkt, Sicherheit kostet etwas, auch dessen, also der Vortrag zielt ja in erster Linie jetzt auf kleinere Systeme, kleinere Einzelserver oder solche Dinge ab, KMU-Installationen. Und da ist natürlich auch die Frage, wie viel Aufwand kann ich in die Sicherheit stecken? Ja? Aufwand bei der Einrichtung und auch im weiteren Betrieb. Und da ist auch immer wieder ein wichtiges Prinzip, diese Kurve, ja, das ist jetzt also nicht wissenschaftlich hinterlegt, sondern der wird jetzt einfach zeichnet, aber grundsätzliche Prinzip, dass das Delta, das ich habe, um zusätzliche Sicherheit zu erreichen, je höher die Sicherheit des Systems ist, der Aufwand immer größer wird. Ja? Also sprich, am Anfang kann ich noch mit relativ wenig Aufwand relativ gute Fortschritte machen in Bezug auf das Sicherheitsniveau meines Systems. Aber je höher ich bin, desto schwieriger wird es oder desto mehr Aufwand muss ich reinstecken, um kleine Sicherheitsgewinne zu erzielen.
Also das versuche ich dann nachher auch mit den Beispielen zu illustrieren. Es gibt so ein paar Maßnahmen, die man halt setzen kann und damit erreicht man ein relativ gutes Sicherheitsniveau. Aber wenn es dann weitergehen soll und ich mir so Dinge überlegen muss wie Host Intrusion Detection Systeme oder auch Mandatory Access Control und so, da wird es dann schnell auch aufwendig in der, im Betrieb und in der Wartung dieser Systeme. Aber was einem klar sein muss, Sicherheit kostet immer etwas. Ob das eben jetzt Aufwand ist bei der Einrichtung oder Komfort in der Bedienung, den ich einschränken muss, oder Performance des Systems oder im Endeffekt vielleicht auch Geld, es kostet immer was. Und das Dritte ist, das Risiko für einen Angriff auf ein System ist nicht nur die Verwundbarkeit, wie vielleicht oft sozusagen im ersten Blick angenommen, sondern ist eben dieses Produkt aus Bedrohung mal Verwundbarkeit mal Auswirkung. Also auch wenn ich relativ hoch verwundbar bin, wenn es keine Bedrohung gibt, weil die Verwundbarkeit niemanden interessiert oder die Auswirkung klein ist, weil halt das nur irgendein abgeschottetes, isoliertes Teilsystem ist, von dem ich eh keinen Schaden anrichten kann, ja, dann ist das Risiko trotz einer hohen Verwundbarkeit relativ zu anderen, wo vielleicht die Verwundbarkeit kleiner ist, aber die Auswirkung oder die Bedrohung größer ist, halt kleiner. Also das muss man sich auch immer bewusst sein und sozusagen dementsprechend seine Maßnahmen planen. Damit zum Thema Security by Design. Ein paar grundsätzliche Prinzipien, die jetzt für Systemdesign generell gelten, aber insbesondere dann auch natürlich fürs Absichern von einzelnen Servern. Defense in Depth ist so eh der Basisansatz, nicht alles auf ein Pferd setzen. Das heißt, ich sollte mir beim Absichern eines Systems immer mehrere Schichten von Abwehrmaßnahmen überlegen und nicht nur sagen, jetzt baue ich da eine Firewall her und damit ist mein System erledigt, oder sicher halt und meine Aufgabe erledigt und ich bin fertig. Wichtig auch eine Diversifikation in den Strategien, also es bringt nichts, zwei gleiche Firewalls hintereinander zu schalten, weil wenn ich die erste überwunden habe und die zweite ist genauso wie die erste, dann kann ich die zweite auch überwinden. Und der Effekt von diesem Defense-in-Depth-Prinzip ist nicht nur, dass es der Angreifer schwieriger hat, sondern auch, dass meine Chance, ihn zu entdecken, steigt. Ja, weil er länger braucht, weil er mehr machen muss, weil er dadurch mehr Spuren hinterlässt und weil ich einfach eine höhere Chance dadurch habe, ihn zu erkennen. Der zweite Punkt, das wiederum mit dem, was ich vorher schon gesagt habe, korreliert, Security with Weakest Links. Ein Angreifer sucht sich typischerweise, wenn man einen Penetrationstest macht, ja, dann sucht man sich halt die Schwachstellen, die am leichtesten auszunutzen sind. Das heißt, Systemteile, die eh schon gut abgesichert sind, noch weiter abzusichern, bringt eigentlich relativ wenig, wenn ich die Gesamtsystemsicherheit betrachte. Das heißt, ich muss mir, bevor ich Maßnahmen setze, überlegen, wo sind wirklich die Weak Links in meinem System, also die Schwachstellen, die Teile, die mit den größten Schwachstellen, und dort meine Aktionen setzen, weil ich habe eben nicht unendlich Ressourcen zur Verfügung, typischerweise. This Privilege, auch glaube ich ein No-Brainer, aber trotzdem nicht immer umgesetzt. Für jede Aktivität sollte man eben nur die Berechtigungen vorsehen, die man wirklich braucht dazu. Gerade im Bereich des Betriebssystems, eher Klassiker, also halt nicht alle Dienste als Root laufen lassen und nicht alle Aufgaben als Root durchführen. Da gibt es dann auch verschiedene Abstufungen, nicht? Die normalen User-Accounts unter Linux und bei Systemen, wo es halt dann um höhere Sicherheitsanforderungen geht, natürlich eine feingranularere Zuordnung mit modernen ACL-Systemen oder auch eben mit den Mandatory Access Control-Systemen, SE Linux, AppAmor und solchen Dingen. Da sind wir jetzt bei dem klassischen Trade-off als Administrator. Nicht? Einfacher ist natürlich, ich logge mich einmal als Root ein und kann alles machen, was ich will. Ja, dann kann das aber eben der Angreifer, wenn er irgendwie meinen Root-Zugang kriegt, das Passwort oder sonst wie auch. Ja, wenn ich selber die Disziplin habe und mich eben als unprivilegierter User einlogge und dann halt für eigene Aufgaben eigene User habe und dann immer User wechsle, dann habe ich sozusagen auch hier eine zusätzliche Hürde für einen potenziellen Angreifer angebaut. Dann Open Design, auch ein sehr wichtiges Prinzip aus meiner Sicht, das oft missverstanden wird. Es gibt ja sozusagen dieses Sprichwort No Security by Obscurity, also eine Sicherheitsmaßnahme ist nicht dadurch sicher, weil keiner weiß, dass es die gibt. Oder sozusagen genauer formuliert, die Sicherheit des Systems darf nicht davon abhängen, dass die Umsetzung der Sicherheitsmechanismen nicht bekannt ist. In der Verschlüsselung nennt man das Kerckhoff-Prinzip, also ich darf den Algorithmus, den Verschlüsselungsalgorithmus darf ich kennen und der muss trotzdem sicher sein, die Sicherheit muss darauf basieren, dass ich den Schlüssel nicht kenne und nicht darauf, dass ich den Algorithmus nicht kenne. Das heißt, ich muss immer davon ausgehen, dass ein Angreifer ein vollständiges Wissen des Systems hat. Aber
Das heißt jetzt nicht, dass ich alle Informationen über mein System ausplaudern und offen sozusagen überall darstellen muss. Ja? Also das Verschleiern der Struktur der Systeme oder der Konfiguration oder solche Dinge kann natürlich eine zusätzliche Schutzschicht darstellen, die es einem Angreifer erschwert, ein System zu übernehmen und die einfach wiederum Zeitverzögerung, mehr Aufwand bedeutet, mir die Chance gibt, ihn leichter zu erkennen oder zu entdecken. Aber man darf sich halt nicht auf diese Maßnahme als einzige Security-Maßnahme verlassen. Wenn wir dann eh noch zu ein paar Beispielen kommen. Dann Economy of Mechanism, auch das in Geek-Kreisen sozusagen immer ein schwieriges Thema. Ja, Sicherheitsmechanismen sollten so einfach wie möglich sein, auch für einen selber. Ja. Wer Systeme administriert und das über längere Zeitraum hinweg, wird das vielleicht schon passiert sein auch. Man macht eine super tolle, komplizierte Konfiguration und sichert das ab und 5 Jahre später versucht man dann wieder nachzuvollziehen, was man sich da eigentlich dabei gedacht hat. Also auch hier immer Augenmaß anzuwenden, keep it simple, stupid, keine unnötigen Sicherheitsfunktionen, weil auch Sicherheitsfunktionen sind natürlich Funktionen, die ich als Angreifer wiederum ausnutzen kann, um ein System anzugreifen. Also nicht, wäre nicht erst einmal passiert, dass über Systeme, die eigentlich das System schützen sollten, ein Angreifer in ein System hineingelangt ist. Und natürlich ist es auch einfacher, so ein System zu überprüfen, wenn es einfacher ist, ja? Also sozusagen. Dann die Trennung in abgeschottete Bereiche. Auch das natürlich ein wichtiges Prinzip. Das heißt, wenn ein Angreifer in so einen Bereich eindringt, dass er nicht gleich das gesamte System übernimmt, das gibt es wiederum auch auf verschiedensten Ebenen. Auch da komme ich nachher noch zum Schluss auf Beispiele zurück. Ob das jetzt CH-Root-Jails sind oder eben eigene virtuelle Systeme oder Container-Virtualisierung ist jetzt in letzter Zeit ja sehr populär und hat natürlich auch für den Bereich Security hier seine Berechtigung, seine Vorteile. Und dann noch so generell ein paar Themen. Auch hier wiederum zurückzukommen auf das Thema Aufwand. Ein perfektes Sicherheitssystem ist meistens nicht nötig. Ja? Meistens kann man es sich auch nicht leisten. Und deswegen ist es wichtig, seine Ressourcen effektiv zu planen, habe ich jetzt ja schon ein paar Mal gesagt. Da gibt es ein sehr interessantes Zitat auch vom Adi Shamir, das ist das S vom RSA-Algorithmus. There are no secure systems, only degrees of insecurity. Und dessen muss man sich halt auch bewusst sein. Ja? So, und dann, genau, wichtig ist, sich auch zu überlegen, wenn ich ein System aufsetze und designe, was passiert, wenn ein Angreifer doch erfolgreich ist. Es reicht nicht, eben präventive Maßnahmen zu setzen, sondern ich muss mir überlegen, was mache ich dann? Ja? Muss ich dann das Ganze löschen und neu aufsetzen irgendwo? Wie komme ich zu einem neuen System? Und da auch das Ganze abgestuft. Ja? Also ich sollte natürlich ein Backup haben, das heißt, ich sollte die Möglichkeit haben, als letzte Maßnahme das komplette System neu hochziehen können, ohne dass ich Daten verliere. Aber natürlich wäre es sinnvoll, sich schon bei der Planung und Implementierung eines Systems auch schrittweise Maßnahmen zu überlegen, was ich bei einzelnen Angriffen mache. Und ich muss aber auch erst einmal erkennen, dass ich überhaupt angegriffen wurde. Ja? Also wenn ich eben, und davon gehen wir aus, dass ich nicht alle Angriffe verhindern kann, dann sollte ich sie zumindest rechtzeitig erkennen und frühzeitig reagieren können. Und da sind halt so Dinge wie Logging und das Überprüfen der Logfiles insbesondere wichtig. So, und jetzt, wie lange haben wir Zeit? Bis Viertel, gell? Ja, okay. Ja, also jetzt noch ein paar Beispiele aus der Praxis für die Linux-Konsolenhändler. Security beginnt bei der Installation, das ist bei allen Betriebssystemen so, auch bei Linux. Das heißt natürlich auch hier ein minimales Setup. Ja? Also den Workshop in Wien werden wir mit Ubuntu machen. Wenn man Ubuntu installiert, dann gibt es da natürlich die Auswahl der Pakete, die man installiert. Da kann man den Standard-Server installieren. Man kann aber auch ein minimales System installieren, ja? Also bei dieser Paketauswahl am Anfang. Dann der erste Schritt sollte sein, sich zu überlegen, wie ist die Update-Strategie für das Paket, weil ich muss halt davon ausgehen, dass aktuellere Versionen der Software verfügbar werden, wo auch Sicherheitspatches behoben werden und die muss ich möglichst zeitnah einspielen. Das heißt, schon bei der Installation sollte ich eine Update-Strategie mir überlegen. Apticron ist hier nur ein Beispiel, ein Werkzeug, das mich halt darauf hinweist, wenn es neue Updates gibt. Ubuntu unterstützt auch das automatische Einspielen von Sicherheitsupdates, da muss man sich halt überlegen, sozusagen den Trade-off zu gehen, das Risiko, dass so ein Update dann mein System unbrauchbar macht, wenn es unbeaufsichtigt passiert und automatisch passiert, ist natürlich auch da. Also sozusagen diesen Trade-off muss dann jeder je nach System und Risikoanalyse entscheiden, ob ich sage, ich will das lieber händisch machen und dann muss ich mir halt überlegen, wie habe ich den Prozess, dass ich das machen kann, oder ich lasse es automatisch machen.
Eines, was man da nicht vergessen darf bei den Updates, ich muss wirklich alle Anwendungen, die auf dem System laufen, in diese Update-Strategie mit einbeziehen. Auch Anwendungen, die ohne den Paketmanager installiert wurden. Der Klassiker sind hier Web-Applikationen, nicht? Irgendein Drupal oder sonst was, das ich mir herunterlade und die Version, die im Debian oder Ubuntu-Paket drin ist, ist natürlich schon steinalt und ich will die neueste. Das heißt, ich lade mir den Quellcode herunter und dann mache ich dauernd meine Updates und Upgrades, aber die uralte WordPress oder was habe ich jetzt vorher gesagt, Drupal-Version, die auf dem System läuft, komme ich erst dann drauf, wenn das erste Mal jemand übernimmt. Und der zweite Punkt hier, auch schon bei der Installation, sich zu überlegen, wird es für diese Applikationen überhaupt Security-Updates geben? Ja? Also eben bei den bekannten Anwendungen, Drupal, WordPress, was auch immer, ja? Kann ich davon ausgehen, da gibt es eine Community dahinter, die die Applikation auch pflegt, die auch für ältere Versionen, zumindest in einem gewissen definierten Zyklus, Security-Updates herausgibt und Fehler, wenn sie auftreten, behebt. Aber, das muss ich mir halt anschauen, ist das wirklich für alle Applikationen so? Oder? Irgendwelche obskuren Web-Applikationen, die halt irgendjemand einmal vor 5 Jahren geschrieben hat und vielleicht für mich interessant sind, aber wo die letzte Release 5 Jahre alt ist, sollte ich mir halt überlegen, sozusagen, ob ich da wirklich meine Security-Updates kriege. Oder, wie wir gestern besprochen haben, wenn ich die Kapazitäten habe, kann ich natürlich auch sagen, ich mache es selber. Ja? Ich mache eine Quellcode-Analyse, schaue, ob ich, also sozusagen, mache ein Audit auf Source-Codes-Ebene und überprüfe selber hier Security-Maßnahmen. Und wenn Schwachstellen bekannt werden für die Programmiersprache oder sonst was, dann schaue ich selber, ob das diese Applikation betrifft. Das ist natürlich auch eine Strategie. Dann Betriebssystem selber, haben wir eh schon vorher gesagt, unterschiedliche User für unterschiedliche Tasks. Im ersten Schritt mit 3 Zeilen erledigt, ja, einen neuen User und den gebe ich zum Beispiel in die Gruppe ADM, damit ich halt mit dem User auch administrative Dinge machen kann. Und schon bin ich fertig, ja, aber ich muss das halt in der Praxis dann auch wirklich durchhalten und wirklich mit dem User arbeiten. Dann zum Thema Information Gathering, hier aus meiner Sicht auch relevanter Punkt, die Bash History. Ist natürlich schön und praktisch, ja, aber ist auch für den Angreifer ein nützliches Tool. Ja. Wenn ich auf ein System komme, das 5 Jahre alt ist und ich hole mir da mal das Bash-History-File, dann kann ich da sehr vieles nachvollziehen, was auf dem System passiert ist. Und vielleicht mir auch die eine oder andere sozusagen Anregung holen, wo ich dann vielleicht einmal genauer reinschaue. Also deswegen hier auch eine Maßnahme, mit der ich sozusagen die Möglichkeit des Angreifers einschränke, an Informationen zu gelangen. Aber wiederum mit dem Komfortverlust, dass ich halt nicht alle 25 Millionen Zeilen, die ich jemals in der Bash eingeben habe, abrufen kann. Dann TCP-IP-Stack-Konfiguration sollte Standard sein, sozusagen, dass man eben die sysctl-conf anpasst und dort Spoofing-Attacken und solche Dinge abdreht oder auch Cronjobs nur für den Root erlaubt. Firewall, nächstes Thema. Auch hier habe ich auch schon öfters diskutiert mit Leuten, auf Linux brauche ich kein Firewall, wozu? Ne? Das ist ja nur was die unsicheren Windows-Leute brauchen. Aus meiner Sicht überhaupt nicht so. Ja? Ein Firewall schützt ja nicht in erster Linie, zumindest aus meiner Sicht, davor, dass halt irgendwelche unsicheren Applikationen genutzt werden, weil typischerweise, wenn ich eine Applikation auf dem System habe, dann will ich die ja nach außen publizieren. Das heißt, dann schalte ich den Port in der Firewall frei. Der Hauptzweck aus meiner Sicht einer Firewall, auch auf Linux-Systemen, ist ja der, dass es wiederum Defense in Depth eine zusätzliche Schutzmaßnahme darstellt, wenn ich zum Beispiel ein System habe, das nur von intern, also vom Localhost erreichbar sein soll und halt durch einen Konfigurationsfehler, Update-Fehler, sonst irgendwie dann plötzlich der auch auf Internet-IP-Adressen erreichbar ist, dann nützt mir halt eine Firewall als zweite Schutzschicht davor, dass ich, also dass das einfach so passiert, ja, ohne dass ich es halt merke. Oder halt andere Dienste kann ich da feingranular konfigurieren, indem ich die Firewall einstelle. Auch hier nur als Beispiel angeführt, weil natürlich kann ich auch meine Firewall über IP-Table selber konfigurieren. Sind wir wiederum beim Thema Aufwand versus Nutzen. Ja. Ich bevorzuge hier halt zumindest meistens in der Praxis dann so einfache Tools wie zum Beispiel die UFW, wo ich mit 2, 4, 5 Zeilen Code einmal an Basis-Firewall-Schutz etabliert habe, der jetzt vielleicht nicht 100% dessen abdeckt, was man mit einer selbst konfigurierten, selbst installierten IP-Tables-Firewall abdecken könnte, aber 95% und das reicht. Und bei der Firewall natürlich auch wichtig, Logging, das ist ja so ein zweischneidiges Schwert in letzter Zeit, wenn man heutzutage einen Server im Internet stehen hat, dann gibt es da so viele Port-Scans und Dinge, dass man eigentlich in der Praxis
außer Sie sagen mir das Gegenteil, aber zumindest aus meiner Erfahrung mit den Logs wenig anfängt, weil ja, jeder, der irgendwie einen Ports kennt, macht, dem nachzugehen, das bringt eigentlich nichts. Ja. Dann zum Thema, wenn ich jetzt das System aufgesetzt habe und da ein paar Dinge konfiguriert habe, dann sollte ich eben überprüfen, wie schaut es mit den Einstellungen aus. Jetzt kann ich natürlich hergehen und kann mich einlesen in tausende Seiten von Dokumenten von jeder einzelnen Software und kann das checken, ob die sicher eingestellt sind. Da gibt es aber auch Tools, die mir dabei behilflich sind. Eines davon ist Lynis, ist ein Auditing-Tool, das auch mit zwei Zeilen einfach installiert ist und dann lässt man einen Check machen. Und das geht halt auch eine Menge von Systemkonfigurationseinstellungen durch und gibt einem Hinweise, wo es halt der Meinung ist, da ist eine Einstellung nicht sicher. Da muss man natürlich dann selber entscheiden, für mein System sehe ich das auch so oder nicht, aber es ist einmal eine erste Liste an Hinweisen sozusagen, die man durchgehen kann und sich überlegen kann, ist da möglicherweise Verbesserungsbedarf oder Verbesserungspotenzial gegeben in Bezug auf die Sicherheit. Also das ist eher was, wo man einen Report macht und das dann die Hinweise gibt. Und ein ganz ähnliches Tool, nennt sich Tiger, ist auch wiederum ein Tool, das regelmäßig Security-Einstellungen auditiert, dass wenn man das installiert, Cronjobs anlegt und dann über Cronjobs immer wieder überprüft, zum Beispiel gibt es User ohne Passwort oder solche Dinge. Ja? Und dann kriegt man halt eine E-Mail. Also auch hier relativ einfach zu installieren. Der Aufwand kommt dann erst später, weil dann kriegt man einmal am Tag, einmal in der Woche lange E-Mails mit irgendwelchen Hinweisen und da muss man halt dann auch ein bisschen Zeit in das Feintuning von dem Tiger investieren und sagen, diese Hinweise will ich nicht mehr sehen, weil das ist eben so auf meinem System und das akzeptiere ich, aber trotzdem andere kriege ich dann trotzdem. Im Tiger wird auch automatisch mit installiert, Tripwire, zu dem komme ich später noch. Dann John the Ripper ist eben ein Passwort-Auditing-Tool oder Crack-Tool, wie man das jetzt nennt. Und Jack Rootkit, also mit dem man halt ein System auf typischen Anzeichen von Rootkits überprüfen kann. Muss man allerdings dann extra konfigurieren. Dann SSH, der Klassiker auf einem Linux-System natürlich. Auch hier sollte ich mir überlegen, welche Härtungsmaßnahmen kann ich da treffen. Also ein No-Brainer sollte heutzutage sein, eben nur mehr Protokoll Version 2 zu erlauben. Ja. Dann auch wiederum ein Punkt zu dem Thema Security by Obscurity, hier einen anderen Port einzustellen, ist auch kein Fehler. Und wenn es nur den Vorteil bringt, dass ich eben den 95% Scans, die offene SSH-Ports im Internet scannen, entgehe und in meinen Logfiles halt dann wirklich nur mehr sozusagen die nächste Welle an Angriffen sehe, die sich wirklich die Systeme genauer anschauen. Muss ich natürlich auch entscheiden, sozusagen, ob das funktional jetzt mit meiner Administration und so, ob ich dann nicht ein Problem kriege, wenn SSH dann auf einen anderen Port läuft. Leere Passwörter ausschalten, eh klar. Permit Root Login No ist auch unter Ubuntu Standard, aber sicher auch keine schlechte Idee unter anderen Systemen. Dann natürlich Allow Users, also nur die User auch wirklich erlauben, sozusagen den SSH-Zugang, die das auch können dürfen, ja, weil selbst auf einem leeren Linux-System gibt es jetzt wiederum, weiß ich nicht, wie viel, 20, 30 User in der etc/passwd und auch wenn die meisten davon kein Passwort gesetzt haben, dann ist das hier wieder ein Thema sozusagen Defense in Depth, also wenn dann aus irgendwelchen Gründen trotzdem plötzlich ein User ein Passwort gesetzt hat oder der Angreifer sich ein Passwort setzt, ja, dann kann er trotzdem nicht per SSH auf das System zugreifen, weil hier eben die erlaubten User eingeschränkt sind. Level Forwarding und dann die Authentifizierungsmethoden konfigurieren, einfach die man halt verwendet und alle anderen ausschalten. Dann Logfiles, so langsam muss ich zum Ende kommen, gehe schneller drüber. Also Logfiles, Rotieren von Logfiles ist ein wichtiger Punkt, dass man eben auditieren kann, wenn was passiert. Da gibt es auch Tools dazu, Logwatch, das eben regelmäßig einen Report erzeugt, hier ein Beispiel dafür, also auch da wiederum der Trade-off, will ich jeden Tag eine Mail mit dem Logwatch-Report haben, dann muss ich mir das auch jeden Tag anschauen. Also ich habe es zum Beispiel für manche meiner Systeme einfach so gemacht, dass ich das halt nur einmal in der Woche mache, dann ist der Aufwand, sich das anzuschauen, geringer. Und dann ein Tool aus meiner Sicht auch sehr interessant, das man von Beginn an eigentlich auch schon installieren sollte, Swatch oder ein ähnliches, ja, ist ein Tool, mit dem man dann Logfiles überwachen kann und sich bei Einträgen benachrichtigen lassen kann. Das ist besonders hilfreich dann, wenn man halt irgendwelche verdächtigen Aktivitäten feststellt, dann kann ich mit zwei, drei Kommandos dieses Logfile überwachen lassen und mir bei gewissen Regular Expressions zum Beispiel eine Nachricht schicken lassen. Und ist natürlich super, wenn ich das dann schon vorher installiert habe, von Beginn an und das dann einfach verwenden kann. Ja? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, auswendig.
Fail to ban. Auch hier wiederum sozusagen eine zusätzliche Schutzmaßnahme. Das heißt, also Fail to ban ist ein Tool, das Logfiles analysiert und dann darin Einträge sucht, wo jemand versucht hat, mehrfach zum Beispiel mit einem Passwort sich anzumelden, also sprich ein Passwort durchzuprobieren und dann den Zugang auf zum Beispiel IP-Ebene schon blockt. Ja? Also Klassiker ist halt bei SSH-Login so ein Jail zu definieren. Das heißt, wenn jemand 3-mal oder 5-mal oder 10-mal das falsche SSH-Passwort eingibt, dann wird per IP-Tables-Regel der Zugriff von dieser IP-Adresse auf SSH gesperrt. Damit kann man solche Brute-Force-Attacken eben die einfach Passwörter durchprobieren, zumindest einmal verlangsamen oder schwieriger machen. Auch hier relativ einfach installiert und dann halt muss man diese Zeitfenster konfigurieren, also wie lange das Zeitfenster für die Suche ist und wie lange das Zeitfenster für die Sperre ist und so weiter. Dann Tripwire ist eben ein klassischer File Integrity Checker, auch schon relativ alt, aber trotzdem noch immer nützlich. Macht nichts anderes, als eine Datenbank mit Checksummen aller Dateien auf dem System zu erzeugen und die kann ich dann regelmäßig wieder überprüfen. Also wiederum eben der Sinn dahinter, dass ich erkennen kann, wenn Manipulationen auf meinem System passieren, die von mir nicht gedacht sind. Da gibt es jetzt wiederum von bis ja, Ausprägungen. Also wenn ich es wirklich sicher haben will, dann muss ich natürlich hergehen und diese Checksumme-Datenbank auf dem Read-Only-Medium lagern, ja, was sich beim Server, der in einem Rechenzentrum steht, nicht ganz einfach gestaltet in der Praxis, ja. Aber da muss ich halt wieder meinen Trade-off gehen und sagen, ich kann zumindest mit so einer Installation auch wiederum, so wie Tripwire schon der Name integriert, eine erste Stolperfalle aufbauen und wenn jemand einen Zugriff auf das System kriegt und das eben nicht gedacht ist, dann kriege ich da vielleicht schon einen Hinweis. Also was man eben macht, ist, man baut eine Datenbank mit der Checksum über alle Files auf und lässt die dann regelmäßig überprüfen über den Cronjob. Ja, und der läuft halt dann drüber und wenn er irgendwelche Veränderungen in Dateien findet, kriegt man Benachrichtigung. Und dann ja, kurz noch zu den, zum Apache selber. Also auch da gibt es natürlich Maßnahmen, wie Standardkonfiguration härten kann. Eins, was sicher sinnvoll ist, ein Default Deny einmal reinzugeben. Das heißt, dass einmal grundsätzlich alle Zugriff auf alle Verzeichnisse verboten ist. Nur dann die, die ich explizit erlaube. Oder auch hier wieder zum Thema Information Gathering einfach abzuschalten, was geht, was der Server an Informationen über sich selber preisgibt. Mode Security, ein Zusatzmodul für Apache, Web Application Firewall, auch hier einmal ein Standard-Tool, das man installieren kann mit Standardregeln, aber aus meiner Sicht insbesondere interessant als Vorbereitung für die Lebensdauer des Systems, weil ich damit relativ schnell reagieren kann auf bekannte Schwachstellen in Web-Applikationen, für die es vielleicht für die Web-Applikation selber noch keinen Patch gibt. Damit kann ich dann über Mode Security, also das ist ein Filter, der eben zwischen dem Apache und der Applikation hängt und wo ich dann sagen kann, wenn ein Request kommt, der diesem Muster entspricht, dann wird er blockiert, bevor er noch zur PHP-Applikation zum Beispiel oder sonstigen Applikation durchgereicht wird. Also sprich, wenn eine neue Schwachstelle bekannt wird und die kritisch ist und ich die für mein System erkannt habe, kann ich einen Mode Security Filter einbauen und habe so zumindest ein bisschen ein Zeitfenster gewonnen, bis ich ein Update machen muss. Auch wieder natürlich eine Risikoüberlegung, aber möglich. PHP, auch hier das Gleiche, nur gezielt für die Verzeichnisse aktivieren, für die es wirklich braucht und von den Einstellungen her einzuschränken. Auch hier gibt es Diskussionen natürlich, zum Beispiel OpenBSTier, wie viel Sicherheit bringt man das überhaupt, aber es ist im Sinne eines Defense of Depth-Prinzips ein zusätzlicher Schutz und eine zusätzliche Hürde, die ein Angreifer überwinden muss. Detto PHP-Konfiguration, also die sollte eh auch Standard sein, sozusagen dem Server das abzugewöhnen, dass er alles ausplaudert, Errors mitzuloggen und Funktionen abzudrehen, die ich nicht brauche, solche Dinge halt wiederum die Attack-Surface zu reduzieren. Dann Suhosin für PHP, jetzt so ein bisschen wieder auferstanden. Auch ein sehr nützliches Modul, das eigentlich der Zweck ist, die Ausnutzung von Fehlern in PHP-Applikationen zu erschweren. Also auch hier ist das Modul alleine sozusagen jetzt nicht die Lösung, aber es ist eine zusätzliche Hürde für einen Angreifer. Und es bietet mir zusätzliche Härtungsmaßnahmen, Whitelisting, Blacklisting von Funktionen, solche Dinge, die ich nutzen kann, wenn ich mag. Wiederum, ähnlich wie bei SSH, kann man sowas auch für Web-Applikationen implementieren. Das heißt, wenn wer sich seine Logs auf einem Webserver anschaut, der findet massenhaft Scans zu den typischen Admin-Interfaces der üblichen Web-Applikationen, PHP MyAdmin und so weiter, WordPress. Und so kann ich halt über das Mod Rewrite einen
einfachen, Schutz ist jetzt übertrieben, aber halt sozusagen verhindern, dass jeder, der jetzt massenhaft im Internet nach Administrationsinterfaces kennt, meinen Server mal gleich entdeckt und feststellt, dass da ein WordPress-Admin-Interface drauf ist. Ja, und damit bin ich jetzt auch schon beim Ende, schon überzogen. Weiterführende Themen gibt es natürlich noch jede Menge. Backup haben wir schon besprochen, ein ganz wichtiges Thema. Ich sollte mir überlegen, was mache ich, wenn wirklich was passiert? Wie kriege ich meinen Server dann wieder aufgesetzt? Dann diese Mandatory Access Control Lösungen, SE Linux AMOR ist sicherlich der nächste Schritt, um eine zusätzliche Schutzmaßnahme einzuziehen. Aber ich muss halt auch den Aufwand berücksichtigen, den mir so ein System im laufenden Betrieb und in der Wartung dann mit sich bringt. Oder CA-Root-Jails ähnlich. Das kann dann natürlich weitergehen, Container-Virtualisierung, dass ich wirklich auf Hardware-Ebene die einzelnen Teile, Applikationen, Dienste meines Systems voneinander trenne. Oder auch was die Detection betrifft, gibt es dann natürlich Systeme wie OSSEC, die auf Host-Ebene Intrusion Detection implementieren. Also sozusagen den Möglichkeiten sind hier keine Grenzen gesetzt. Es ist halt immer eine Frage des Aufwands, den ich treiben will. Damit bin ich jetzt spät aber doch am Ende des Vortrags angelangt. Falls es noch Fragen gibt, stehe ich gerne jetzt oder auch in der Pause zur Verfügung und darf dann Mahlzeit wünschen, nicht sozusagen.